Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Carsten Becker, ich rede hier für die Verdi-Betriebsgruppe Charité und will euch die solidarischen Grüße der Pflegekräfte und der technischen Angestellten der Charité übermitteln. Und wie ich schon auf der Demo zum Braunen Roten Rathaus gesagt habe, wir sind nicht eure Mutter, sondern wir sind Brüder und Schwestern. Charité und CFM ist eins. Bis heute Vormittag war der Stellvertreter Gottes in dieser Stadt. Und deswegen möchte ich meine Rede auch ihm würdigen. Wir schlagen auf das Kapitel 1, erstes Buch Moses. Am Anfang ward Dunkelheit. Für uns herrscht immer noch Dunkelheit, weil ihr habt immer noch keinen Tarifvertrag. Ich möchte auch reden über den Sündenfall. Es begab sich zu der Zeit, als die Schlange des Profits am Baum der miserablen Arbeitsbedingungen kroch. Und diese Schlange des Profits am Baum der miesen Arbeitsbedingungen an der Charité flüsterte der Eigentümerin Eva Landesregierung ins Ohr: Macht Profite an der Charité! Und Eva Landesregierung nahm den Apfel des CFM-Konsortiums VDH und gab ihn Adam Charité und er biss hinein. Es ist unsere Aufgabe, diesen Sündenfall zu beseitigen. Es ist unsere Aufgabe, an eurer Seite zu stehen, damit ihr endlich einen Tarifvertrag bekommt, damit das Konsortium VDH aus der CFM herausgedrängt wird und die CFM eine hundertprozentige Tochter der Charité ist. Und wir lassen uns nicht einschüchtern von den reaktionären Verhältnissen, dass hier Wachschutzleute eingesetzt werden, um die Beschäftigten einzuschüchtern, dass die Vorgesetzten Beschäftigte unterdrücken, damit sie nicht in den Streik gehen. Das lassen wir uns nicht länger gefallen und wir werden dagegen aufstehen. Wir haben es schon im Mai deutlich gemacht. Wir stehen hier vor diesen hohen Mauern. Und im Mai hatten wir schon gesagt, was in der irischen Arbeitsbewegung ein Spruch ist: Wir sitzen auf unseren Knien. Nein, die Mächtigen erscheinen nur groß, weil wir auf unseren Knien sind. Lasst uns aufstehen! Bleibt stark, kämpft für einen Tarifvertrag, gute Arbeit muss gut bezahlt werden. Und zum Schluss, bevor wir weiterziehen, noch eine kleine Pointe. Also das ist Pointe, ist es nicht. Achso, Entschuldigung. Ja, wir ziehen noch nicht gleich weiter. Ein paar von euch haben ja gerade versucht, bei Dussmann reinzugehen und ein Buch zu kaufen. Ihr ein Buch zu kaufen, ja. Was uns gerade irgendwie zu Ohren gekommen ist, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht rein durften, weil sie einen Verdi-Button tragen. Mit einem Verdi-Button darf man bei Dussmann keine Bücher kaufen.
unser Schwarzbuch. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann man auch unterhalten. Die Adressen sind klar und von daher, glaube ich, sind wir nicht darauf angewiesen, bei Dussmann unsere neue Leselektüre zu kaufen. Streik treten. Ja, und alle Grüße natürlich.